Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Powerfood TV. Wir sind gerade fertig mit der Pressekonferenz hier im New Orleans Hotel und ich habe jemanden Bekanntes aus der Schweiz getroffen. Unser Profi, der Vielfachhändler. Hallo, Phil, wie geht's? Hallo Marco, geht's super, danke. Gut, top. Du bist auch dabei gewesen, du bist gerade neben uns gehockt, der Pressekonferenz. Ja, ja. Du warst jetzt längere Zeit hier beim Dennis in Vegas, hast schon von hier aus deine Wettkämpfe gemacht, wo in der Stadt waren. Was sagst du zur Pressekonferenz im Moment, so, was da gefallen ist, was gesagt worden ist? Ja, also ich weiss nicht, so wie sie es jetzt gemacht haben, haben ja Leute aus dem Publikum können Fragen stellen. Komischerweise stehen immer die auf, die ein bisschen komische Fragen stellen. Oder? Also vielleicht machen sie das nächste Mal wieder anders, oder? Aber du, ja, ist lustig gewesen. Ich meine, die Amis sind halt von Natur aus schon Showmänner und die haben ein bisschen Scheiß gemacht und ein bisschen Scherz gemacht und ja, ist unterhaltsam gewesen. Ist unterhaltsam gewesen. Jetzt, von deiner Seite her, mit dem ganzen Starterfeld, was ist so für dich ganz klar, sagen wir mal so Top 6, wer wird dort rummischeln? Also der Cutler wird gewinnen. Der Zweite wird entweder der Phil oder der Wolf, der Dennis. Und nachher Kai Green heisst er ja. Wer haben wir noch? Dexter Jackson werden sicher berücksichtigen. Ja, das sind so meine Top 5. Das ist jetzt etwas ganz Neues, was ich höre. Du siehst Dennis Wolf ziemlich weit vorne, Top 3. Ja. Aber wie gesagt, du hast jetzt längere Zeit bei ihm gelebt und mit ihm gearbeitet. Ist es wirklich nochmal so eine extreme Verbesserung für den Arnold Classic? Ja, ist es. Okay. Ja, Top 3, ganz Top sicher. 3. Also, wenn nicht, dann ist etwas komisch gelaufen. Hey, das ist natürlich mal ein Statement, aber ja, wie gesagt, du hast bei ihm gewohnt, du weißt, wie das abgegangen ist. Er hat ja schon eine extreme Verbesserung zu der Arnold Classic hergebracht. Man hat ja immer ein bisschen von seinen Waden, Hamstrings und auch von der fehlenden Härte im Rücken. Ist das also wirklich so besser geworden jetzt? Also die Waden sind immer noch, aber der Beibizep ist also in meinen Augen sehr gut gekommen und der Rücken ist von oben bis unten durchgestreift. Von oben bis unten. Das ist natürlich mal ganz klar eine gute Ansage. Und das schon 2-3 Wochen lang. Also, okay, ja. Tipptopp. Top 3. Was sagst du, was ist vielleicht so ein Dark Horse, der auftauchen und auf einmal die Leute noch ein bisschen schockieren? Vielleicht einen Top 6 Platz gattern oder irgendwie so? Ich denke nicht, dass das einer von den Neuen machen wird. Das sind die alten Eingesessenen, die man kennt. Und gerade weil man es kennt, werden die Führer geholt. Also ich denke nicht, für einen Neuen, sagen wir jetzt Marius Dorn oder so, da wäre Top 10 eine Sensation, realistischer gesehen, Top 15. Aber der, das ist jetzt ein sehr schöner Athlet, wo ich denke, der könnte jetzt wirklich noch einen Eindruck hinterlassen, weißt du? Okay. Aber die Alten werden den Top 5 machen. Ja. Aber für dich war klar, Cutler wird das Ding nochmal holen. Denke so. Okay. Jetzt noch kurz so ein bisschen Ausblick zu dir. Was sieht es bei dir so wettkampfmässig aus? Du meinst jetzt in Zukunft? Ja, in Zukunft. Ja, ich muss natürlich warten, bis jetzt die neuen Wettkampftermine draußen sind. Die sind ja noch nicht klar. Und dann muss ich planen, oder? Ich würde wahrscheinlich im Frühling schon wieder etwas machen. Aber eben, kommt ein bisschen darauf an, was rundum ist. Weil für einen Wettkampf 4 Minuten, ja, schießt mir auch. Okay, schon wieder ein paar Syndrome kannst du machen. Ja, ja. Dadurch oder so. Ja. Nimm an, du bist gespannt hier auf den Wettkampf. Witz auch. Ja. Willst du schon dabei sein? Ja, klar. Wir sind alle nervös. Es ist, ja, kann wirklich etwas geben dieses Jahr. Ist okay, geil, cool. Ja. Dann hoffen wir, dass wir dich nach dem Wettkampf noch sehen, dass wir vielleicht gern, so ein Wrap-up können machen. Gern, ja. Kurz mit dir analysieren, was gelaufen ist und so. Und sonst, wenn du zurück in die Schweiz bist, hoffen wir natürlich, dass wir auch über deine Zukunft mal noch ein bisschen plaudern oder so. Können wir gerne machen. Und sehen wir dich auch am 15. Oktober in Basel. Mich sieht man sicher am 15., mich sieht man aber auch schon am 1. Okay, sehr gut. Merci vielmals. Danke dir. Und bis später. Merci.